Und dann hat man gehört, das Warschauer Ghetto ist nicht mehr, das Lemberger Ghetto ist nicht mehr, in Lublin ist nicht mehr. Und so wussten wir, dass wir auch nicht mehr sein werden. Und dann ist verraten worden, der Widerstand. War alles wunderbar organisiert. Der Einstieg zu diesem Waffenlager war durch einen Herd, einen gemauerten Herd, von dem man die Ringe abnehmen musste. Und da ging eine Leiter runter. Alles ist verraten worden. Durch ein jüdisches Mädchen. Das war die Geliebte vom Krause. Ich weiß den Namen. Dann wurde Verhaftungen herbeigeführt, es wurde geschossen, es wurde gehängt, es wurde totgeschlagen.